Weiter, Barclays, weiter, Barclays, weiter, Barclays, weiter, Barclays, weiter, Barclays. Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karrieremodus, Episode Nummer 40, mittlerweile momentan auf Platz 3 der Tabelle vor Cardiff und Crystal Palace. Und ich habe eine Frage an euch. Ja, ich habe mir die Kommentare natürlich durchgelesen. Das ist wunderbar, dass wir Geld bekommen. Klasse. Natürlich die Kommentare durchgelesen, und mir wurde geschrieben, dass das Ganze zu, ja, OP ist, dass ich zu gewinne, also dass ich gewinne, dass die Spannung raus ist und so weiter und so fort. Ich finde das aber gar nicht. Es hat sich halt nur geändert, dass man jetzt kein Abstiegs- oder Mittelfeldteam mehr ist, sondern halt ein Team, was um die internationalen Plätze mitspielt. Das ist, finde ich zumindest, nicht besonders langweilig, weil es halt immer noch darum geht, kommt man in den Champions League, kommt man in den Europacup und so weiter und so fort. Außerdem gewinne ich nicht jedes Spiel, wie wir letzte Episode gesehen haben, wie wir gegen QPR gesehen haben und wie wir wahrscheinlich heute auch sehen werden, weil ich glaube, Cardiff wird uns irgendwie rasieren. Ich habe irgendwie heute so ein schlechtes Gefühl dabei. Zudem guckt ihr ja auch Karrieremodi beispielsweise, wo Leute mit Manchester United spielen. Ich spreche da jetzt explizit Badeschlappmann. Nicht, dass ich das irgendwie kritisiere oder sowas. Ich selber gucke es nicht, weil ich es langweilig finde. Allerdings ist das ja, also was heißt langweilig? Ich habe keine Zeit für. Aber, und da, also zu langweilig, um dann noch Zeit dafür aufzubringen, sagen wir es mal so. Trotzdem spielt er da mit Manchester United. Und ich glaube, bei United ist es noch offensichtlicher, wer gewinnt. Und da sagt auch, also da habe ich zumindest noch nicht gelesen bisher, wenn ich gelesen habe, dass das langweilig ist. Deswegen würde ich ganz gerne mal wissen, wie ihr das so seht. Und ja, das würde mich einfach mal tierisch interessieren, weil ich finde es ehrlich gesagt nicht langweilig. Ich finde es immer noch ziemlich spannend. Ich finde es auch extrem spaßig. Also, es macht mir extrem Spaß. Und ja, deswegen würde ich da gerne mal euer Statement zu hören. So, Ashton Götz kommt wieder rein. Okay. Ja, ansonsten lassen wir es so, würde ich sagen. Wir können mal Armstrong... Nee, wir lassen Campbell da drauf. So, dann würde ich sagen, gehen wir ins nächste Spiel. Wir haben jetzt ein neues Transferbudget und so weiter und so fort. Wir können ja mal einfach Spaß haben. Guck, mir wurde auch in die Kommentare jetzt geschrieben, nee, Max, wechsel mal nicht den Verein. Ich habe es ja auch nicht zwingend vor, und man könnte halt mal gucken. So, was für Angebote gibt es? Arsenal, Everton, Liverpool, City, Spurs, Inter. Das sind alles halt Angebote, bei denen es darum geht, dass man Ligameister wird, ne? Warum auch immer Everton und Liverpool, naja, egal. Aber ihr seht es, das ist halt nun mal so. Und am Ende müssten wir eine ganz neue Karriere anfangen. Und weil wir jetzt ja schon so weit fortgeschritten sind, finde ich das... Naja, ich werde sowieso erstmal bei Newcastle bleiben, davon ganz abgesehen. Gut, wir gehen ins Spiel, würde ich sagen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß und bis gleich. Der Überraschungsvierte aus Cardiff empfing den Tabellendritten aus Newcastle an der Molten Road. Natürlich Newcastle auch überraschend auf diesem Tabellenplatz, jedoch nicht ganz überraschend wie der Aufsteiger aus, ja, Wales. Denn Newcastle hatte letzte Saison ja schon sehr stark gespielt, und da die Tabelle noch sehr nah beieinander war, natürlich deswegen auch bedingt, dass Cardiff da oben stehen konnte, genauso wie Crystal Palace, hatte man es nicht unbedingt anders erwartet zum Saisonstart, auch wenn es ja etwas holprig war. Heute sollte es gegen den Tabellen-19. Lief es ja nicht so gut, wieder ein bisschen besser laufen, ja, gegen Cardiff City. Die Männer aus, ja, Wales waren hier angereist, natürlich in ihr eigenes Stadion, um zu gewinnen gegen die Männer aus dem Nordosten Londons. Also eine sehr weite Reise, die Newcastle da auf sich nehmen musste. Allerdings sollte sie sich ja vielleicht lohnen, um sich ein bisschen abzusetzen von beispielsweise Crystal Palace oder halt auch Cardiff City, den direkten Kontrahenten heute in dieser Partie. Bei Cardiff Marshall, Theophile, Catherine, Turner, Carla, Fabio, Noon, Gunnarsson, Berget, Burgstaller, Meinhard und Janko in der Startelf. Ekwele Manga beispielsweise nur auf der Bank, genauso wie Peter Crouch, ja, ein sehr bekannter Spieler. Die also könnten notfallsweise noch von der Reserve ins Spiel kommen. Das heißt, Torgefahr auch auf der Bank vorhanden, ebenfalls aber bei Newcastle. Trapp, Götz, Rüdiger, Yanga, Mbiwa, Haidara, Anita und Barker auf der Doppel-6, Morrison, De Jong, Cabella und Ben Yedder in der Startelf vorne drin. Aber auf der Bank beispielsweise noch Ben Arfa, Perez oder auch Adam Campbell, die für notfalls Torgefahr sorgen konnten. Marshall, wie gesagt, im Tor bei Cardiff, der wollte heute die Tore von Wissam Ben Yedder verhindern. Der Torschützenkönig der vergangenen Saison, momentan nicht ganz so gut in Form, wie es zum Anfang der letzten Saison der Fall war, aber trotzdem natürlich immer eine Gefahr vor dem gegnerischen Tor. Seine Flanken sollten heute zum Erfolg führen. Haidara stand ein bisschen in der Kritik bei den Fans, allerdings sollte er heute beweisen, dass er das nicht verdient hatte. Wir gehen in die erste Szene, und das war dieser Schuss hier in der 8. Spielminute von Janko. Der versucht es da einfach mal, schießt den Ball aber deutlich übers Tor von Kevin Trapp, und der Deutsche leitet dann ja im Gegenzug quasi mit seinem Abstoß den Angriff Nummer 1 auch für Newcastle ein. Burgstaller kriegt hier erstmal noch die gelbe Karte für eine unnötige Aktion.
Position, die aber nicht weiter erwähnenswert ist, hier gegen Revin Morrison. Und dann kommt der gerade erwähnte Abstoß von Kevin Trapp nach vorne auf Haidara. Und Haidara, wie gesagt, der wollte sich beweisen. Der Pass war nicht besonders, ja, aufwendig jetzt, aber trotzdem wichtig, denn er leitet diesen Angriff ein. Und da ist Bissa Meneda, der sollte ja heute Tore schießen, spielt aber den Pass, verzweifelt so ein bisschen daran, erobert sich aber den Ball wieder, geht in den 16er hinein, macht das da alles gut, setzt sich durch gegen Turner, zieht in die Mitte und der Abschluss kennt man so nicht unbedingt von ihm, viel zu fahrlässig und hier nicht das 1-0 gemacht. Dann eine lange Zeit passierte nichts, dann war die Flanke von Cabella und De Jong köpft den Ball übers Tor, 39. Minute war das, allerdings nicht wirklich gefährlich für das Tor von Marshall, da kriegt De Jong nicht genug Druck hinter dem Ball. Danach war Halbzeit, wie gesagt, eine relativ langweilige Partie hier an der Molten Road, weder Cardiff noch Newcastle hatten so wirklich gefährliche Aktionen. Bisher in der zweiten Halbzeit gab es allerdings noch genug Zeit, um das zu ändern. Marshall war relativ beschäftigungslos eigentlich seinem Gegenüber auf der anderen Seite, Kevin Trapp ganz genauso. Also springen wir in die zweite Halbzeit und hoffen auf Besserung und es dauerte lange. 65. Minute kommt mal Revin Morrison über außen, der muss lange warten, bis Götz da hinterherläuft. Der kriegt dann aber den Ball und es ist so ein bisschen bezeichnend, diese Szene hier, denn sofort weggecheckelt ins Aus und es gab den Wechsel auf beiden Seiten. Revin Morrison ging daraufhin raus, Ben Arfa kam in die Partie und er sollte mit seinem trickreichen Spiel für ein bisschen mehr Esprit in der Offensive sorgen, aber wieder mal plakativ diese Szene hier, der Ball nach vorne gespielt und exemplarisch verliert De Jong das Laufduell und der Ball war auch viel zu unpräzise gespielt, aber Theophile Catherine wird dann ein bisschen unter Druck gesetzt von seinen Verteidigern, muss den Ball ins Ausschlagen und es gibt den direkten Einwurf, ausgeführt von Rémi Cabella auf De Jong, der direkt weiter in die Mitte zu Ben Yedder, der direkt auf Ben Arfa gerade eingewechselt und kann hier fast das 1-0 machen. Der Ball geht jedoch am Tor von Marshall vorbei. Schöner Versuch eigentlich des Franzosen, sein linker Fuß ist ja sehr, sehr stark in der Situation, allerdings nicht stark genug. Dann hatte Cardiff die größte Chance der Partie bisher und zwar mit Gunnarsson frei vor Trapp. Und der Ball geht am Tor vorbei. Das war ganz schön knapp, der Norweger da mit einer Riesenchance, konnte den Deutschen aber wiederum nicht bezwingen. Der wollte hier natürlich bei keinem Gegentor bleiben. Allerdings, sollte das noch schwieriger werden in der Endphase. Es wurde dann gewechselt, Newcastle stellte auf volle Offensive. Allerdings kam dann Ben Arfa mit dem Fehler gegen Theophile Catherine. Der legt den Ball auf Berget, wunderbar gemacht mit der Hacke. Der versucht sich da ein bisschen durchzutricksen. Der Ball kommt auf Marc Janko und der Österreicher denkt sich, warum nicht auf Berget zurückspielen? Und da ist Trapp und muss wieder eingreifen. Richtig gefährliche Szene wiederum. Fast so gefährlich wie der Schuss von Gunnar. Son allerdings abgewehrt von Trapp und die Konterchance über Campbell. Der war eingewechselt und er sollte mit seiner Schnelligkeit kommen. Setzt sich hier durch gegen den gerade noch aktiven Gunnarsson. Setzt sich auch wunderbar durch gegen die komplette Verteidigung. Keiner kommt so wirklich hinterher und dann ist er im Endeffekt doch geklärt, der Ball. Allerdings nicht für lange, denn es gibt den weiteren Angriffsversuch. Cabella mit dem Ball nach vorne, Ben Yedder kommt allerdings nicht ran. Nochmal rausgehauen, Nachspielschaltung am Laufen, alles nach vorne bei Newcastle. Der Ball von Cabella wieder auf Campbell. Der wartet auf seinen Kollegen Moussa Haidara. Der kriegt jetzt auch den Ball und der will natürlich jetzt die gute Flanke in die Mitte schlagen zum Siegtreffer. Allerdings wird die ein bisschen verkrüppelt und das war dann die letzte Szene der Partie. Es bleibt bei einem mageren 0-0. Kein Erfolg für beide Seiten. Natürlich können sie sich so ein bisschen oben festsetzen, haben immerhin beide nicht verloren. Aber trotzdem wollte sowohl Cardiff als auch Newcastle United hier gewinnen und Punkte mitnehmen. Vor allem für Newcastle enttäuschend, bei denen läuft es momentan nicht so in der Liga. Das muss definitiv wieder besser werden. Ansonsten sieht das ganz, ganz schwarz aus. Was ist denn da los momentan? Ich bin das Dortmund des FIFA 15 Karrieremodus. Cardiff war genau so stark, wie ich es erwartet habe. Und zwar einfach defensiv. Das geht mir tierisch auf den Nüsse. Wir sind immer noch Dritter. Aber das muss besser werden. Das geht so nicht. Ich weiß jetzt auch, warum Cardiff eine Nuller-Tordifferenz hat. Einfach, weil die zwar nie gesiegen, also beziehungsweise nie so wirklich viele Tore schießen, aber die kassieren halt auch einfach nichts. Das ist genauso wie Crystal Palace. Naja. Egal, wir werden das irgendwie schaffen. Ich weiß nur noch nicht wie. Weil das geht mir echt ein bisschen auf den Keks, dass wir hier es nicht gebacken kriegen, in der Liga zu siegen. Haben jetzt hier erstmal ein bisschen Pause im November. Länderspielpause natürlich. Hier haben wir auch, können wir uns angucken, wer da für unsere Nationalmannschaften spielt. So, danke Chef, kein Thema. Ja, können wir uns hier angucken, okay. Spieler ist auskuriert. Bayern Young. Oh Gott sei Dank, wir haben wieder Torgefahr. Halleluja. Nicht interessant. Colocini. Genau, den will ich wieder zurück. So, nächstes Spiel gegen Swansea. Barker geht wieder raus. Ben Arfa in schlechter Form. Das hat man auf jeden Fall gesehen im letzten Spiel. TOT, hat er gespielt? Okay, Niang ist noch angeschlagen. Aber ich brauche ihn einfach. Es ist egal. Dann, wo ist denn? Da ist Sippel. So, Oxlade, Schwachsinn, nicht Oxlade, Niang. So, Nastasic,
für Jan Gambiva, auch wenn der gut drauf ist. Dann kommt der halt auf die Bank für Perez. Da ist er. Ja, Ben Arfa bin ich eigentlich mit zufrieden, aber wenn er keine Leistung bringt, ist das scheiße. So, und dann packen wir auch mal Campbell runter, weil der gefällt mir momentan auch nicht. Bringen dafür nochmal Ben Arfa drauf. Machen wir das so. Wir haben einen Stürmer mit Niang. Ich denke mal, wir lassen das so, oder? Ja. Lassen wir so. Ich bin auch freudige Erwartung, dass Geis und Sissoko wieder zurückkommen, weil die offensiv besser sind als Anita und Sippel. Anita mittlerweile jegliche offensiven Dings eingestellt, Offensivaktion. So, Mariano Garcia ist fertig, wollte ich mir noch angucken. Naja. Was hat der für ein Rating? 866. Ja, an sich ist das nicht schlecht, aber ist halt auch nicht so top. Johannes Geis kann wieder am Training der ersten Mannschaft teilnehmen. Das ist schon mal schön. Das ist genauso wie bei Dings, aber den setzen wir noch nicht auf die Bank. Da ist mir das noch zu riskant. Bei den Young wird es einfach gebraucht eventuell. Deswegen steht der da drauf. Was habe ich gerade gelesen? Young Gambiva, ich will doch einfach nur Fußball spielen oder so. Sissoko. Wie soll der denn Fußball spielen, wenn er verletzt ist, die Nase? Was ist das denn schon wieder für eine Logik? Warte, ich darf mal durchlesen. Ja, stimmt, dass wir einmal. Lala, Vertrags. Die NLZ regelmäßig besucht. Gott, ist das melancholisch, Alter. Wenn ihr euch das Ganze mal durchlesen wollt, haltet das Video kurz an. Wir spielen jetzt gegen Swansea. Bis gleich und viel Spaß. Nach dem enttäuschenden Auftritt in Wales Hauptstadt Cardiff letzte Woche wollte man heute ja gegen wieder einen walisischen Gegner, und zwar gegen Swansea City im St. James' Park auf Seiten von Newcastle United, wieder etwas mehr nach vorne pushen, wieder schöneren Fußball spielen und natürlich auch erfolgreicheren Fußball. Das Ganze mit klassischen Trikots, das sollte bewirken, dass man sich an alte Zeiten zurückerinnert fühlte, indem man erfolgreich und gut gespielt hatte. Ja, vor allem auch letzte Saison, ist zwar nicht so lange her, wie die klassischen Trikots alt sind, allerdings sollten die für ein bisschen sozusagen Motivation sorgen auf Seiten von Newcastle United, die natürlich mit einer sehr starken Startelf hier in die Partie gehen wollten. Trapp im Tor, Janmaat, Rüdiger, Nastasic und Santon in der Verteidigung, Anita und Sippel wieder auf der Doppel-6, also Standardaufstellung, zusammen mit Morrison, De Jong, Bayer und Ben Yedder in der Spitze. Also, wie gesagt, die Stammaufstellung hier auf dem Platz, das heißt die beste Elf, das heißt eigentlich sehr viel Offensivdrang, ebenfalls das Ganze allerdings bei Swansea. Bei denen Boney in der Sturmspitze, dahinter beispielsweise Ruddy, Obeng, Ahmad, Bartley, Taylor, Lucas, Britton, Dyer, Rutledge und auch John Joe Shelby. Allerdings war beispielsweise ein Sigurdsson nur auf der Bank, genauso wie Ashley Williams und Montero, Michu und Gomi. Das heißt, es sollte doch eine Chance geben, vor allem, wenn man denn wirklich Bock hat, hier Tore zu schießen, und das hatte Newcastle offenbar, wurde zumindest so angekündigt und sah auch so aus in den ersten Minuten. Der Ball wird zu Lucas zurückgespielt, der verliert ihn gegen Ben Yedder. Ben Yedder auf dem Weg zum Tor, kann sich nicht wirklich stoppen lassen, und dann sowas hier von Bartley. Was ist das denn? Das muss eigentlich die rote Karte geben. Mit der gelben Karte nach gerade mal einer gespielten Minute noch sehr gut bedient, der Waliser in der Innenverteidigung, Kyle Bartley. Das war nämlich eigentlich eine Notbremse. Da wäre Ben Yedder wohl frei durch gewesen, den hätte man nicht mehr aufhalten können. Allerdings stand da noch jemand ansatzweise auf gleicher Höhe, deswegen Bartley hier im Glück, dass er nicht die rote Karte sieht. Allerdings eine sehr aussichtsreiche Freistoßposition für Cabella aus knapp 30 Metern. Der kann ja Freistöße schießen und das will er natürlich hier auch direkt zeigen. Setzt sich da schön hin, beziehungsweise stellt sich da schön hin, bringt den Freistoß nach vorne und der kommt richtig gut. Und Ruddy kann den Ball irgendwie halten und auch den Nachschuss von Männer, der zu spät angerutscht kommt, ja, der wird dann von Ruddy entschärft. Auf der anderen Seite gab es dann die erste Chance für Swansea, und zwar mit der Außenrissflanke auf Lucas, der schießt, und Rüdiger, was macht der denn da? Eigentor, 28. Spielminute, das 1:0 für Swansea, vollkommen aus dem Nichts, es passierte weder was auf Seiten von Newcastle, noch auf Seiten der Waliser, und dann macht Rüdiger sowas. Trapp hätte den Ball sicher gehabt, keine Frage, absolut keine Gefahr durch den Schuss, allerdings dann kommt der Deutsche dazwischen und sorgt hier für das 1:0 für Swansea, und die machten weiter. Britton nach der schönen Hackenablage mit dem Schussversuch, der Kapitän schießt allerdings am Tor von Kevin Trapp vorbei. Newcastle wollte nach vorne spielen, aber das gelang ihnen nicht so wirklich bis kurz vor der Halbzeit. Dann die Flanke in die Mitte und ja, sowas ist natürlich wieder exemplarisch hier. Absolute Ungefährlichkeit vor dem Tor von Swansea, dem gelang einfach nichts. Sollte sich dann aber ändern. Der Hackenpass von Sippel, wunderbar gespielt auf Ben Yedder, der nach vorne auf Vernon Anita und
Richtig, Ruddy war da. Also, war nicht besonders schön anzuschauen, allerdings hatten wir noch ein paar Chancen vor der Halbzeit. Und zwar dank der 5 Minuten Nachspielzeit. Revin Morrison mit der Flanke in die Mitte und da ist Ben Yedda. Das Ganze wird sehr gefährlich und irgendwie kommt Ruddy da noch mit der Hand dran, wie auch immer er den noch gehalten hat. Sehr schöne Parade vom Engländer. Noch nicht vorbei die Szene, denn der Ball nicht entscheidend geklärt. Nochmal auf Ben Yedda, der kann sich durchsetzen gegen Bartley. Macht das gut, kann schießen mit links. Allerdings ist er einfach momentan nicht so gut in Form und scheitert dementsprechend hier am Engländer im Kasten der Waliser. Dementsprechend 1:0 zur Halbzeit für Swansea. Das war sehr überraschend für die Toons. Das war nicht überraschend für die Fans von Swansea. Die feierten natürlich und das vollkommen zu Recht, denn ihre Mannschaft hatte hier sehr gut gespielt und war dementsprechend auch verdient in Führung. Auch wenn der Druck vor der Halbzeit von Newcastle natürlich so ein bisschen eine Ankündigung war, dass in der zweiten Halbzeit mehr passieren sollte auf Seiten der Magpies. Die brachten zur Halbzeit dann Bayern Young, der gerade erst wieder genesen, eigentlich noch gar nicht topfit, aber wurde hier halt gebraucht und wieder gebraucht wurde, sollte sich in dieser Situation zeigen. Normalerweise eine Bank nach dem Anstoß. De Jong, der kann meistens einfach durchgehen, aber sowas hier ist dann einfach nur peinlich. Verliert den Ball gegen Amat ohne Probleme. Der Spanier in der Verteidigung von Swansea und der Gegenangriff wird eingeleitet über Boney und Rutledge und der spielt den Ball wieder nach vorne. Fehler von Rüdiger mit der Hacke wieder zu Rutledge. Da ist Boney, der kann sich irgendwie durchsetzen. Nochmal der Engländer auf der linken Mittelfeldseite von Swansea. Wird nicht richtig angegriffen. Das ist viel zu einfach, wie sie da durchgehen können. Die Ablage von Dyer und da ist John Joe Shell. Und was für eine Parade, was für ein Reflex von Kevin Trapp, der hier verhindert, dass es 2:0 steht. Im Endeffekt dann der Ball geklärt und dann kam ein Ball in Young und der ist torgefährlich und das sieht man in der Situation. Zieht in den 16er, zieht einfach mal ab. Uneigennützig ist er nicht, aber eigennützig und das hilft, denn es steht 1:1. 80. Spielminute, es hatte lange gedauert, es war lange nichts passiert im zweiten Durchgang, eigentlich gar nichts. Weder Chancen auf Seiten von Swansea noch auf Seiten von Newcastle, nur Mittelfeldgeplänkel und dann nimmt sich ein Young Herz, der Schuss natürlich begünstigt vom Fehler von Ruddy im Tor, der bisher so gut gespielt hatte, prallt hier der Ball vom Oberkörper des Engländers ab und ins Netz rein. Der Franzose, also mit seinem 5. Saisontor bereits, macht Ben Yedda dieses Jahr wirkliche Konkurrenz und das, obwohl er verletzt war, feiert dementsprechend auch gebührend hier den Ausgleich im St. James' Park. Allerdings, ja, jetzt wollten sie natürlich auch mehr, doch es kam Swansea mit Lukas, der hatte quasi das 1:0 erzielt, kann sich hier durchsetzen, wird nicht richtig angegriffen. Der Fehler von Nastasic wird allerdings nicht bestraft, denn der Ball zischt knapp am Tor vorbei. Trotzdem schöner Versuch von Lukas, der hier wieder einmal zeigt, dass der äußerst gefährlich und ein äußerst, ja, ambitionierter Spieler auf dem Platz ist, der Waliser. Die letzte Szene der Partie dann über Cabella. Der zieht nochmal nach vorne. Ben Yedda, bisher komplett unauffällig in der zweiten Halbzeit, sollte nochmal die Chance bekommen. Niang auf Ben Yedda, aber was ist das denn? Viel, viel zu ungefährlich. Da war überhaupt kein Elan hinter. Das sieht so aus, als wollte er gar nicht wirklich das Tor schießen. Amat kann sich da reinwerfen und verhindern, dass es hier 2:1 steht. Auch Ruddy hätte den wohl gehabt, weil der Schuss war wirklich sehr, sehr schwach vom französischen Topstürmer. Es gab allerdings noch den Eckball und Cabella ist ein sehr, sehr guter Standardschütze. 90. Minute. Die Ecke wird in die Mitte geschlagen. Alles vorne bei Newcastle. Sippel mit dem Kopfball. Aber der 1,86 große Deutsche verfehlt das Tor. Und somit bleibt es beim 1:1. Schmeichelhaft am Ende für Swansea. Allerdings auch nicht wirklich unverdient, denn die hatten über die gesamte Spielzeit sehr, sehr gut gespielt. Und nur durch Niang hatte Newcastle den Ausgleich erzielt. Und da muss man sich wirklich Gedanken machen, was ist mit Ben Yedda los? Wird das so weitergehen? Es kann nicht so weitergehen. Es muss wieder aufwärts gehen. Und ihr sagt mir, das wird langweilig, was ist denn los mit euch? Oh, das regt mich so auf, Ben Yedda ist so schlecht momentan. Der trifft in der Liga einfach nicht, er trifft nicht, er kann es nicht, er ist unfähig. Und dann brauchst du wieder einen Young, der eingewechselt wird und der trifft natürlich prompt. Ich weiß nicht, was mit Ben Yedda los ist, der hat zwar eine 7,1er Form, aber so spielt der nicht. Der spielt wie nix. Ist der gesunken? Nee, ist gleich geblieben. Ich dachte gerade schon. Der ist viel besser und der hat nur 62 Abschluss, Mann. Da muss auf jeden Fall was passieren. Es geht so nicht weiter. Also wenn der... Mann. Ich verstehe auch nicht, warum. Es ist blöd. Naja, so. Aber er hat immer schon mal ein Tor gemacht, das ist ganz schön. Und ich bin gespannt, wie es in der nächsten Episode weitergeht. Dann gegen Dortmund, was haben wir hier noch? Abschlussbericht zu Obtiti und Aktuelles aus Frankreich und zu Winter Albarak. 77er Rating, also nicht geglitscht. Gradell kann halt nichts außer laufen. Ibra, immer noch 22 Millionen, aber lass noch auf der Liste. Lukas Budebuhmann dann da. Ich will Lacazette. Na gut, dazu mehr in der nächsten Episode. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Bis dann. Haut rein.